Oh, ich habe Labis gefunden. Oh, ich habe dich gefunden. Ja, sind wir jetzt auf... Wir sind jetzt auf... Ah, ne, Höhe 12. Wir müssen noch zwei runter. Und dann würde ich sagen, graben wir uns einfach mal gemeinsam. Komm, wir graben uns jetzt gemeinsam hier rein. Du auf der anderen Seite? Nein, du musst hier jetzt. Oh, Redstone. Wo muss ich hin? Was? Ich bin gerade... Ich weiß, ich könnte auch... Nein. Guck mal hier, das sind jetzt zwei Gänge. Du gräbst jetzt hier, wo ich gerade grabe, diese Blöcke weg. Und ich grabe jetzt hier auf der... Und daneben ja. Weg. Nein, hier lang. So? Hier. So hier durch. Und ich grab hier. Ach so. Und da ist Kohle, siehst du? Also so. Ja, von mir ist auch so. Guck mal, da ist Kohle. Kohle. Stopp, für Kohle nehmen wir die anderen Äxte. Die super Äxte. Ich hab meinen 64er Stack in die Dings gebaut. Von Kohle. Egal. Kohle kann man nie genug haben. Jetzt wieder die normalen Äxte nehmen und weitergraben. Gold. Gold. Ist es sinnvoll, wenn man für Gold auch die Super-Äxte nimmt? Nee, bei Gold bringt's nichts. Nur bei Rohstoffen, die normalerweise in Einzelteile zerfallen würden. Das sind doch keine wertvollen Ressourcen mehr, diese Dinger. Warte mal, ich habe hier dieses rote Zeug, was ist das? Ah, oh, das ist Granit. Bei mir spielt gerade Edna bricht aus, Alter. Ja. Das Spiel funktioniert bei mir nicht. Da musst du dir eine sehr alte Java-Version runterladen. Nee, das Problem ist bei mir. Ich hatte das auf einer Computer mit Spieler. Und Was? Ja, ich hatte doch auf einer Computer mit Spieler und die DS-Rats und deswegen kann ich nicht mehr installieren. Oh. Fuck life. Also ich fand's sehr schön damals. Die Steinfarm haben wir auf deinem oder zurückgesetzt, ihr könnt wieder voller Freude buddeln. Yeah. Oder ihr kommt in die Mine. Redstone. Nicht mit. Es ist eigentlich vollkommen sinnlos, wie wir uns hier gerade lang graben, aber du hast übrigens die Redstone über dir übersehen, aber nur so nebenbei. Nein, zwei nimmt er mit und die anderen 5 Trillionen lässt er einfach liegen. Mama hat gesagt, Redstone. Ich darf nichts von der Decke aufheben. Ja, genau. Nur dass das auf dem Boden liegt, der Rest wird liegen gelassen. Ah, Endstone. Ich glaube, es ist ein bisschen zu tief für Diamanten. Bin mir nicht sicher, aber. Ne, obwohl Diamanten findest, glaube ich, in jeder Tiefe drin. Diamanten kannst du auch Kurs unter der Erde finden. Kurs unter der Erde kannst du Diamanten finden. Oh, ich habe, glaube ich, Kohle gefunden. Ja. Ich habe ganz viel Redstone. Ja, Redstone braucht doch kein Schwein. Das ist. Aber Diamanten sind echt selten geworden, so ein bisschen, glaube ich, das habe ich so das Gefühl. Weil Alter, wir sprachen wieder heute wieder. Dadurch, dass jetzt natürlich mehr Rohstoffe kommen, werden die Diamanten natürlich wieder seltener, weil die ganzen anderen Rohstoffe die Diamanten verdrängen. Ja. Wir bauen übrigens auf unterschiedlichen Ebenen. Jo, kein Ding. Ich baue nämlich gerade über dir und habe gerade die Tage kaputt gemacht. Aha, okay. Ich hab da Redstone gefunden. Vielleicht. Ach Mann! Nee, hör auf! Du fällst aber immer wieder drauf ein. Flop bis unten. So. Na dann, weiter geht's. Oh, ich kann mich an unsere... Kannst du dich noch an die Aufnahme erinnern mit dem ein kleinen Kind damals, wo du die Aufnahme nicht hochladen wolltest? Kannst du dich daran erinnern? Auf Magic Mind meinst du, wo das komplett durchgedreht ist, das eine kleine Kind? Ja. Ja. Also für alle, die das vielleicht mitbekommen haben, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt irgendwo. Ja, wir hatten auf Magic Mind. Alter sollte man haben. Wir hatten auf Magic Mind meine Aufnahme, ich glaube, der war 12 oder so. Also nichts, falls du 12 sein solltest, lieber Zuschauer, nichts gegen dich. Es gibt da verschiedene Leute, manche benehmen sich halt sehr erwachsen, manche benehmen sich normal und manche benehmen sich halt wirklich kindisch. Man ist doch ein Kind, ich habe da nichts dagegen. Aber das war echt die harte Ohr, das war ein rumge...
Pflege und ein Das war damals auch der Grund, warum ich dann... Was? Habt ihr schon mal ein Kamel so sterben sehen? Das hat ungefähr das gleiche Niveau wie das Kind gehabt. Sterbende Kamele sind aber traurig. Ja, und sein Niveau war so minderwertig, dass es mich traurig gibt. Ach so. Ja. Ich bin natürlich viel schneller als der Vendetta, weil ich eine Effizienz 4 Hacke habe und der Vendetta hat eine normale Diamant-Axt. Hacke, das darf man sich vergessen. Gleich haten sie dich. Ey, du bist zu langsam, du Spast, ey. Ich wundere mich allerdings, muss ich gestehen, dass wir keinen Diamanten finden. Ich finde es interessant, dass sich meine Diamant-Tacke kein bisschen abnutzt, irgendwie gerade. Die hat noch fast volles Leben. Och nö! Fick you! Ich fäll hier raus. Nein! Nach Hause, Telefon. Friss dieses Ist das Kanin? Hab ich Kaninchen? Rohes Kaninchen? Lol. Ja, man kann Kaninchen essen! Kikaninchen. Hashtag Fleischkanicke. Du machst schon wieder Kronk nach! Was? Weißt du, was schlau ist? Jetzt kommt's. Ich hab ein Schaufel dabei. Ich kann. Ich dachte, scheiße, dieser merkt das, aber nein, er ist wieder runtergefallen. Nee, ich hab's gesehen, aber ich kam nicht woanders. Weil. Eisen, ich hab Eisen gefunden. Rohstoffe sind echt selten hier unten, könnte das sein? Ja, so ein bisschen, ne? Nee, nicht Rohstoffe, mach mich traurig. Was? Aber was ich gefunden habe, was wir vorhin gefunden haben, war Obsidian. Ja, das haben wir ja behalten. Ich hab ja... Ja, nee, das meine ich nicht. Ja, das haben wir gut... davon hat man reichlich gefunden. Ich muss gestehen, ich hätte gern eine Höhle. Wir finden keine Höhle, das wundert mich gerade ein bisschen. Jetzt kommt's. So, jetzt haben die dann Let's Play geguckt. Nächstes Mal machst du so... / Höhle. Oh, Höhle gefunden! Weißt du? Oh nein! Echt jetzt? Wir sind unter dem Spawn eingelangt, wir können nichts zerbrechen. Aber das sind Zwakte. Und Diamanten, ja, aber wir sind leider am Spawn angelangt. Wir müssen zurück. Dann nehmen wir den Spawn woanders. Komm mit! Ja, Mama, ich komm mal. So. Ich sag mal denselben Scheiß, du gräbst jetzt, warte, du gräbst jetzt... Oh, das war ein bisschen effizienter, du gräbst jetzt hier und ich grabe hier. Ne, hier. Ja, ich setze mir nur kurz eine Fackel. Und dann ganz Spaß nochmal, ich habe die Fackel kaputt gemacht. Wir strippen in der Höhle, wir strippen in der Höhle, was? Und Mensch, dabei Energy. Das kannst du doch keiner erzählen. Ich habe Kohle gefunden. Kennst du nicht, mein neues YouTube-Format? Strippen in der Höhle Together? Ist das sehr angesagt? Er kriegt das Mining ja eine ganz neue Bedeutung. Das ist eine wahre Bedeutung. Ja. Bist ganz schön weit hinten. Wieso, ne? Ja, ich krieg die Rohstoffe. Deswegen, es dauert. Es dauert. Du bist übrigens falsch, du bist hier, wo ich bin. Ja, oh, ich habe Eisen gefunden. Ich habe Eisen gefunden. Ja, erstmal kurz. Lalalalalalala, wir finden alles aus den Diamanten. Und hier war... Ach, hier war ich vorhin schon. Dann sind wir durch, ne? Nee, ich habe Kreise gegraben, weil du zu langsam warst. Deswegen war ich hier schon. Ich hau mich jetzt nochmal hier rein und gucken, was passiert. Es wundert mich, dass wir keine Diamanten finden. Das ist so traurig. Aber Redstone, den finde ich. Ja, Redstone. Leider. Ich hab 5 Stapel Redstone. Und da habe ich nicht mit der Glückshacke draufgehauen. Ich weiß nicht wieso, aber Minecraft nicht wirklich überall das R rollen. Außer beim Spiel Diamantenspitzhacke. Weil da keins drin ist. Ich hab Obsidian gefunden. Läuft bei dir. Obsidian!
Es wurde zwar nur zum Baum verwendet, aber es ist Obsidian. By the way, guten Hunger. Nee, bis dann. Ja? Guck mal. Ich hab einen Lavafluss gegraben, der kommt gleich hier durch und überschwemmt alles. Nee, das meine ich jetzt ernst. Zeig mal her. Ich hoffe, das kommt an. Ich hoffe, das kommt an. Nee. Guck mal. Du hast ja, ich weiß, ich hab den jetzt liegen lassen. Warte. Da wo Lava ist, ist nämlich meistens eine Höhle, deswegen graben wir uns mal da hoch. So. Und Eisen ist ja auch eine Menge. Sehr schön, Eisen kann man gebrauchen. Also soll ich jetzt den Redstone mitnehmen oder nicht? Ah, hab eine Höhle gefunden. Ist ja gerade gelaggt. Hier war aber schon jemand. Pass aber auf, wenn du hier hochkommst, hier ist überall Lava. Ja. Fuck the police, ne? Das habe ich auch gerade gedacht. Alter, du machst mir Angst. Hallo, ich bin Wasser. Ich bin Gibi Pasta Schreiber. Was erwartest du? Ich mal den Leuten aus. Stimmt. Nee, meine deutsche Stimme macht mein Pasta und wir haben jetzt momentan das Thema Endangaben. Und dann sage ich dir das da so. Nee, Inhaltsangabe, so sollen wir schreiben. Haben Hausaufgaben auf, schreibt eine Inhaltsangabe fertig. Wir hatten jetzt zum Beispiel so eine Inhaltsangabe. Ich hab die erst gefunden! Und diese Geschichte hieß halt die Küchenuhr von Wolfgang Borch. Ich hab's 3 Seiten lang, der Scheißteil. Eine Inhaltsangabe ist 1 Seite lang und sie meinte so, wie machst du das? Das ist perfekt. Ich so, Rainer Skill. Fuck life. Fuck life, genau. Also nicht fuck, sondern tack heißt das ja gerne mit TH. Ja, richtig, aber das meine ich, aber es wird auch fuck. Gangster life. Aber es wird auch fuck. Heißt das, glaube ich, oder? Ja, aber das wird auch fuck aus. Ja, aber es ist auch fuck ausgebrochen. Ja, das eine ist so fuck und das andere ist so fuck. Fuck so. Klingt fast gleich, ja, stimmt. Fucker die fuck, ich bin tot. Echt? Bist in Lava reingerannt? Nein. Doch. Ich komme auch mal zu Warp Never, dann tun wir mal an dem Haus weiterbauen. Wir haben ja 10 Diamanten gefunden, das passt ja eigentlich. Ey Brudi, wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Eine Stunde ungefähr, also nicht lange. Echt später nicht. 19.14 haben wir es. Bilder, Google gerade ein Dorf an, Tagesschau, tschüss. Ja, wenn der da spielt, ja, hier jetzt Dings hier, wie nennt sich's? Clash of Clans. Würde ich nie spielen, so ein Dreckspiel. Das ist voll das Dreckspiel. Nein, ich hab Level 8 Town Hall. Was? Was? Ich hab vorhin einer Freundin von mir das Handy gegeben von mir und ich meinte so, hier, bau mal was, ich hab keinen Plan. Ich hätte jetzt gesagt, ich hätte ihre Brüste angefasst, wäre ich beeindruckt gewesen, aber so. So macht Vendetta übrigens. Nein, das macht. So macht Vendetta übrigens Dates klar. Der geht einfach zu den Ladies hin und sagt, hier, bau mal was. Und dann denken die sich, oh, was für ein Typ, wow. Und dann ist vorbei, dann hat er's. Das ist seine Brudi, Methode. Nee, Brudi, das mach ich morgen. Ach, morgen? Ach so, du hast da so einen Tagesplan, meinst du? Ja, erst anflirten die nächsten Tage und dann so von Donnerstag auf Freitag schwängern, nee, was? What the fuck? Also, er bringt ihnen dann bei, was das ist. Er macht das natürlich nicht. Er sagt ihnen nur, also ich kannte da mal einen, der hat mal und dann ist, weißt du, Aufklärung. Vendetta ist dann sehr, Es gibt da so Bienchen und Blümchen und das Bienchen sagt dann, ich bestäube dich. Und kennst du den Storch schon? Nee. Der hat aber einen sehr langen Schnabel. Ja, der Storch, der hat einen besonders langen und harten Schnabel. Deswegen kann der da auch so gut Babys bringen. Aufessen. Oh mein Gott. Es geht schon wieder super los hier. Unsere Truhen sind voll. Und schon wieder WhatsApp-Nachricht. Ja, ich baue gerade hier kräftig, damit die Truhen leer werden. Ah, dieses eine Lied, was ich vorhin gesungen habe. Kennst du das noch? Teletubbies? Ja, das kenne ich noch. Plattformzeiten.
Warte. Ich höre gerade gar nichts, aber wenn wir im Hintergrund gerade Musik spielen, das ist sehr unpraktisch. Ja, fuck, ja, ich muss gerade selbst helfen. Er hat mich fuck genannt! Wer übrigens sich fragt, was ich hier mache mit diesem genau zweimal dran bauen, das hat Gründe, da will ich was ausprobieren. Also bitte nicht gleich schlagen, so. Auf ihn! Ja, weißt du, was ich ein bisschen schade finde? Ich habe mich jetzt voll gefreut, dass ich keine Kunst mehr habe, weil ich bin so eine, weiß nicht, ich bin so eine kleine Missgeburt in Kunst, Alter, ich kann das einfach nicht. Wenn er das so sagt, dann ist das so. Und, ja, und, dachte ich so, ja, jetzt haben wir keine Kunst mehr, jetzt kriegen wir bestimmt Musik. Nee, weißt du, was wir kriegen? Weißt du, was wir kriegen? Jetzt kommt Musik. Das langweiligste Fach auf der Welt. Der Lehrer mag mich jetzt schon nicht. Physik ja. In den ersten Klassenstufen fand ich eigentlich immer ziemlich geil, muss ich gestehen. Ich bin neunte Klasse. Na, da ist langweilig. Sechste und siebte Klasse mit Lichtbrechung und so war ziemlich cool, fand ich. Ja, da hat man ja wenigstens Experimente gemacht. Aber, machst du in der neunten, zehnten auch noch, glaub mir, das die sind bloß die, also die Experimente in der neunten, oh, die Lehrerin hat mich gehasst, ey, das... Ja, da, Rudi. Ja. Ich hatte Dings. Ich hatte erste Stunde beim Lehrer. Der Lehrer macht mich nicht mehr. Naja, wenn ich so höre, was du in der Schule so anstellst, dann kann ich mir das irgendwie schon ein bisschen vorstellen bei dir. Ich bin doch nur am Musik und WhatsAppen und, ja. Kannst du dir vorstellen, dass die Lehrer vielleicht stört? Kannst du dir vorstellen, dass die das nicht juckt, weil die das lieber sehen, wenn ich am Handy schille, anstatt dass die irgendwie mich anschreien müssen, weil ich zu laut bin. Das hat mein Lehrer auch immer gesagt, im Endeffekt hat das trotzdem nicht eingehalten. Ach ja, Berufsschule. Ich hab morgen Berufsschule. Deswegen habe ich um 11 Uhr Schluss. Berufsschule hast du schon? Ja, halbes Jahr jetzt. So. Da gibt's dann so verschiedene Blöcke, die man wählen musste. Ich hab jetzt... Der hat einfach Schulform übersprungen, der ist so schlau. Der hat sich gesagt, pff, fuck life und ist einfach, weißt du, der ist dann einfach... Vegeta halt, der ist super, super Kerl. Oder wie siehst du das? Noch da? Da wurde der Anruf gerade beendet. Da hat er wohl gerade einen kleinen Lag bekommen. Ich probiere gerade mal was an. Okay, da ruft er wieder an. Welcome back, mein lieber Freund. Rudi, mein Internet hat sich kaputt. Ist das nicht so? Nee, dieser Creepypasta-Kind, das ist voll die Müll. Nee, Spaß. Wenn du dieser Creepypasta-Kind sagst, kann ich das verstehen. Dann würde ich das auch machen. Warte mal. So schlecht sind meine Lippen. Passt das nicht? Nein, aber dein Deutsch, deine Deutschkenntnisse. Ich habe eine 4 in Deutsch, könnte aber eine 1 haben, wenn ich wollte. Das habe ich vorher auch immer gesagt. Nee, das meint meine Lehrerin. Das meint Lehrer zu jedem, das ist der Job von dem Lehrer. Ach, es gibt doch andere Jobs, dass ich den sind Kinder anwesend. Da wollte er wieder irgendwelche witzigen Witze reißen, die nicht witzig sind. Der Schelm, der. Gucken wir mal ganz kurz, wie das aussieht, wenn ich das jetzt... Rollt ein Ball um die Ecke und fällt um. Witzig. Was meinst du, wie sieht das aus? Passt ein bisschen komisch, ne? Was ist das für Material? Also, das ist fein, das ist feinste Zäder ist das. Nee, ist das eine Umschreibung für Röschild? Maragoni! Feinstes Maragoni! Würde ich mir niemals vorstellen. Erstens, die Platten, ich glaube, Maragoni ist recht schwer, ne? Vom Material her. Das würde ich mir gar nicht dahinstellen. Ich bin froh, dass ich so Glas habe. Kann ich die Ecke werfen, wenn ich will, weil der nichts wiegt. Das sieht eigentlich ziemlich geil aus schon. Wie bitte? Wenn es nicht gerade Nacht wäre.
Ich bin gerade in einer kreativen Hochphase. Was? Also hier muss ich dann wieder den machen, damit das auch gleich aussieht.